Die Kolleginnen und Kollegen im Südwesten haben einen Abschluss erzielt, der gerade noch erträglich ist. Die wesentliche Komponente für uns Arbeitgeber ist die lange Laufzeit von 24 Monaten. Gerade in dieser schwierigen Zeit bekommen unsere Unternehmen damit Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Dieser Punkt war von unserer Seite die Voraussetzung für eine Einigung. In der aktuell wirtschaftlich herausfordernden Zeit wäre ein Arbeitskampf für unsere Betriebe eine große Belastung gewesen. Darum haben wir einen Streik abgewendet. Die Lohnsteigerung, die wir vereinbart haben, ist hart an der Schmerzgrenze vieler Firmen. Sie ist ein Vorschuss auf bessere Zeiten. Wir hoffen alle, dass die Krise bald endet und es dann wieder etwas zu verteilen gibt. Eine Reihe von Elementen in diesem Tarifabschluss gibt den Firmen Flexibilität. Unternehmen können in schwierigen Lagen den tariflichen Zusatzbeitrag verschieben, kürzen oder gar streichen. Der Betrag, der für die Differenzierung zur Verfügung steht, ist nun noch einmal größer als in der letzten Tarifrunde. Die Betriebe haben zudem Gestaltungsspielraum bei der Inflationsausgleichsprämie. Je nach Lage können sie den Termin der Auszahlung anpassen. Das schont die Liquidität der Unternehmen. Auch für den Fall einer Energienotlage haben wir Vorsorge getroffen. Mein Fazit ist, das ist kein billiger Abschluss, aber einer, der uns zusammenschweißt. Denn in dieser Krise kommen wir nur zusammen nach vorn.